Innsbruck hat vorgelegt, die Austria hat nachgelegt. Mit dem 3:1 gegen die Juniors. In Minute 31 der Führungstreffer durch Alex Timosi. Aber die Führung hält nicht lange. Die Oberösterreicher kommen mit ihrer ersten echten Torchance zum Ausgleich. Wichtig aber, die Austria geht vor der Pause wieder in Führung. Christopher Zwetko packt einmal mehr den linken Hammer aus und diesmal ist er drinnen. Also wir haben eine schwierige Phase gehabt nach einem 1:1 und dann mit dem 2:1 in die Pause gehen, war natürlich super. Die Mannschaft hat auch auf den Ausgleich sehr, sehr gut reagiert und das war auch sehr wichtig. Und zweite Halbzeit haben wir einfach den Kampf angenommen. Patrick Reil mit dem 3:1 und der Vorentscheidung. Ein souveräner, aber auch hart erkämpfter Sieg. Natürlich. Ich habe immer schon gesagt, die Mannschaften speziell gegen Austria Klagenfurt probieren sie alles rausholen. Und das ist schwer. Jedes Spiel ist schwer. Man sieht, Woche für Woche musst du deine Aufgaben erledigen, sonst erlebst du eine böse Überraschung. Jetzt geht es rein in die Finalphase. Am Mittwoch das Spiel beim Tabellenführer. Ja, es sind jetzt nur mehr 3 Spiele und da müssen wir einfach alles rausholen. Und dann wird es, glaube ich, klappen. Also möge es in den nächsten Spielen noch viele dieser Momente geben.